Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich das Video öffne und vor allem in meinem Meerjungfrauenkostüm. Und das liegt daran, dass ich heute eine Meerjungfrauenflosse für euch unboxen werde. Plus sehr viel Zubehör. Und die Flosse wird mir von Magic Tail zur Verfügung gestellt. Nochmal ein riesen Dankeschön, dass ich sie hier vorstellen darf. Aber jetzt beginnen wir auch direkt. Dieses riesen Paket ist angekommen. Wir lüften das Geheimnis jetzt. So. So sieht also ein Paket von Magic Tail aus, wenn sie euch eine Flosse zuschicken. Diese Flosse habe ich auch in Pink und deswegen habe ich auch schon Erfahrung, wie man mit solchen Flossen schwimmt und kann euch dementsprechend auch ein paar Informationen dazu geben. Wir holen jetzt mal was raus. Gucken, wo ich so dran komme, weil die Flosse holen wir nachher raus, weil das ist das Größte. So. Als erstes habe ich so einen Bogen bekommen, dass diese, also die Flosse haben die mir zugeschickt und diese Flosse habe ich. Dann stehen hier so Sachen drin, wie man die anzieht, ja, was man so mit der Flosse machen kann und ganz viele Informationen, wie man damit schwimmt, glaube ich auch, und wie man, ja, auch eine ganze Anleitung, wie man die halt anzieht, wenn man damit noch nicht so viel Erfahrung hat. Das finde ich super, weil nachher zieht jemand an, wie er denkt, wie man sie anzieht und dann macht er sie dabei kaputt. Das finde ich sehr schön. Als nächstes ist hier ein Achtung-Papier drin. Hier steht, was man mit der Flosse nicht machen darf. Bitte befolge die 4 Pflegeregeln exakt. Nie mit der Magic Tail stehen. Immer auf einer weichen Unterlage an- und ausziehen, nie über raue Flächen Boden schaben, nach jeder Benutzung mit klarem Wasser auswaschen. Wir geben keine Garantie auf jegliche Schäden, die durch Missachtung dieser Regeln entstehen. Viel Spaß! Hier steht das auch alles nochmal auf Englisch. Dabei war auch ein Badeanzug, muss ich mal rausfischen. So, einmal, ich glaube, das Oberteil, kann das sein? Und einmal das Oberteil und einmal die Unterhose. Das ist ein Bikini, damit man auch gut zu der Flosse passt. Ich hole das mal raus. So. Also so sieht das aus. Ich finde, das ist super verarbeitet. Richtig schön. Also sowas kann man auch tragen und das ist auch nicht irgendwie aus einem blöden Stoff. Ist eigentlich genau der gleiche Stoff wie die Flosse. Also das ist das Oberteil. Und so sieht das Unterteil des Bikinis aus. Richtig schön, voll gut verarbeitet. Kann man auch super tragen. Jetzt blende ich euch gleich nochmal ein Bild ein, wie der Badeanzug getragen aussieht. Denn in meinem Zimmer sieht es, glaube ich, nicht so toll aus, wenn ich euch das präsentiere. Deswegen zeige ich euch das Outfit mal getragen. Dazu waren hier 2 Karten von Magic Tail dabei. Da steht nochmal die ganzen Kontaktdaten, wie man die erreichen kann. Und auf der Rückseite auch nochmal dieses schöne Zeichen. So. Okay, ich glaube, das ist eine Tasche. Mehr Amazing. Okay, www.magictail.de. Was steht hier noch? My Fancy Mermaid Custom. Form www.magictail. Okay, wir holen das mal auch aus der Verpackung. So. Wartet, wie holt man es raus? Oh cool, da kann man dann wahrscheinlich dann die Flosse richtig reinmachen und die dann hier vorne zumachen. Ich mach das mal. So. Und die Flosse dann da rein tun. Cool. Kommen wir zum Wichtigsten, nämlich die Flosse. So ist sie verpackt. Und die holen wir jetzt auch einmal aus der Verpackung. Ich muss jetzt mal durchkommen. So. So sieht sie ausgepackt aus. Das ist das Kostüm. Das ist Größe 34, also S. Und ja, sieht richtig Mermaid aus. Wir machen das auch mal richtig hier lang. Hier sind 2 Einschubslöcher für die Füße. Da gehst du dann einfach rein, ziehst du die Flosse dann
über deinen Körper. So sieht es von hinten aus. Da drin ist eine Monoflosse. Die ist aus Plastik und deswegen sollte man auch gut aufpassen, wenn man da reingeht. Und man sollte auch nicht mit der Flosse irgendwo hinhüpfen. Dadurch bricht das dann innen drin. Und deswegen wirklich nicht damit stehen oder sich damit versuchen fortzubewegen auf dem Land. Wir nehmen den Fuß und drücken ihn dann da rein. So. Und dann ist der auch drin. Dann kommt der nächste Fuß. So. Und wenn der dann auch drin ist, dann nehmt ihr die Flosse und zieht sie dann bis zu eurem Oberschenkel. Bei dem Oberschenkel kommt der Teil, wo du dich hinlegen musst und die dann anziehen musst. Da kannst du auch bei stehen, aber wenn du damit nicht stehen sollst, musst du dich dann hinlegen auf dem weichen Untergrund, zum Beispiel ein Handtuch. Und jetzt blende ich euch einmal ein Bild ein, wie das aussieht, wenn man mit einer Flosse im Schwimmbad schwimmt. Und falls ihr euch fragt, kann ich damit wirklich im Schwimmbad schwimmen? Ja, es ist ein Schwimmbadstoff und es ist aus Elastan. Das heißt, es ist wirklich so wie ein Badeanzug. Es ist genau derselbe Stoff, falls ihr nochmal wissen wollt, wie sich der Stoff anfühlt. Genauso wie euer Badeanzug, euer Bikini. Und ja, er ist super im Wasser. Die Flosse sieht man auch nicht hier durch, also diese blaue Flosse. Und ja, ich finde es super, die Flosse. Ich kann es nur weiterempfehlen, da ich sie ja schon mal hatte. Ich habe sie immer noch, jetzt habe ich zwei. Und es ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ich kann euch noch mal eine Größentabelle einblenden jetzt. Und kostet so um die 140 Euro, wenn ihr nur den Überzug haben wollt, so 70. Oder zum Beispiel auch nur die Monoflosse, so 18. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Oder sage ich abonnieren, kommt die Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.